Da gibt's ja krasse Story. Ja, die interessieren mich aber nicht, weil man kann den skippen. Alter. Das ist egal, aber. Ah, sehr gut. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So viele Cinematics. Ich muss tatsächlich einen beschissenen Warframe aussuchen. Ich dachte, ich kann hier fett mein Loki benutzen. Aber na gut. Machen wir das halt. Jetzt hast du voll die sicke Anfangssequenz verpasst, von wegen, wie es dazu kommt, wer die Typen sind, auch wenn das, glaube ich, nicht erklärt wird. Man kann das gar nicht skippen. Ach doch, man kann skippen. Wow. Press 1. Okay. Das hat hier super funktioniert. Ich hätte gedacht, wenn man schon mit Blitzen schießt, dann hat man irgendwie so ein bisschen mehr Target-Zeug. Und nicht, dass das so eine minimale Hitbox hat. Aber ist egal. Du kannst ja, während ich hier... Während ich das Tutorial zeige, kannst du ja mal erklären, was das für ein Spiel ist. Ja, es ist halt Warframe. Keine Ahnung. Du spielst halt irgend so ein Space Ninja Assassin Typen. Ein Tenno. Und ein Tenno, ja, ganz genau. Ja. Und rüttelst halt alles weg, was dir in die Quere kommt. Aua. Ja, wir möchten das theoretisch im Koop spielen. Ich denke mal, wir werden, soweit wie es geht, die Mission zu zweit machen, oder? Jojo. Weil Randoms... Lässt sich. So. Crouch. Okay. Alter, man kann ja backstabben. Ging das damals auch schon? Ja. Bin mir nicht sicher. Wenn ich sage, das Tutorial wreckt mich. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Ich würde hier gerne hochspringen. Ja, weil da kamen gerade so Blitze von oben, überall. Und das hat mir einfach meine Schilde weggedingset. Oh, die Schilde. Die Schilde. Ist das jetzt alles hier? Soll die fänden, da kommt ein Typ. Muss ich hin? Ich finde es ja schon sehr respektabel, dass man die Kunais nachladen muss. Muss man nachladen? Ja, man hat nur 10. Dann kann man nachladen, dann hat man neue. Nice. Oh, Level up, Level 1, Bitch. Oh, ich darf meine Primärwaffe aussuchen. Nehme ich den Bogen oder das andere Ding? Also ich nehme auf jeden Fall den Bogen. Nehme ich den Bogen, oder? Naja, nehme ich das andere Ding. Den hatte ich damals immer gespielt auf Loki. 33 Credits. Davon kriegt man bestimmt schon eine Nutte. Davon kriegt man alles. Ach man, eigentlich sieht das Spiel ja gar nicht so schlecht aus. Ich hatte das irgendwie sehr hässlich in Erinnerung. Das gibt's ja auch für die Next Gens jetzt. Was sagt das denn? Achso, Fernbedienung. Ja, bitte, mach nicht so laut. Nur ein bisschen laut. Obwohl, es interessiert sowieso keinen. Daher, weiß nicht. Ja, nee, wie gesagt, das Game gibt's ja jetzt auch für PS4. Weiß ich auch, für Xbox 360, aber auf jeden Fall PS4. Deswegen, ja, ist eigentlich zu erwarten, dass das halbwegs nach irgendwas aussieht. Naja, Dark Souls gibt's ja auch für die neuen Konsolen, oder? Und das sieht auch nicht so toll aus. Nee, das kommt erst raus. Achso. Das ist doch das, dieser Grafik-Update-Patch-Dingens. Ja. Ich dachte, das neue ist einfach Bloodborne. Ja, wie das heißt. Ja, das auch. Das gibt's ja nur für PS4. Boah, so ein übelster Prüger. Keine Ahnung, was ich hier mache. Prügeln sich nicht. Man kann mich noch irgendwie anders prügeln als mit E. Nein. Ich möchte meine Skip nur mit E. Oh, sickes Minispiel. Ich finde das ein bisschen ungewöhnlich, dass Benutzen und sowas auf X liegt. Ja, ein bisschen.
Das mit dem Prügeln stört mich gar nicht so. Aber unsere Zuschauer werden uns sicherlich aufklären, weil ich weiß zum Beispiel, da ist der eine Typ, der uns damals mal geguckt hat, auch sehr viel Warframe spielt. Ne, ja, der kann uns denn ja helfen, wenn wir mal nicht weiter wissen. Wir sollten vielleicht auch erklären, dass wir hier nicht alles aufnehmen, was wir machen, sondern, weiß nicht, jede Planetenquest irgendwie einmal oder so. Ja, so, denn das Spiel ist ja auch relativ viel Grinder. Und das muss sich ja niemand hier antun. Dass wir dann ein paar coole Sachen zeigen. Naja, cool. So wie Jetpack-Typen. Ja, oder defende den Shit. Defende den Shit, bestens. Wo wir so abgekackt haben. Ja, aber die Mission gibt's nicht mehr. Wir hatten damals, ich glaube, auf dem zweiten Planeten war das irgendwie so eine Mission, die sehr schwierig war. Captured Points waren das, oder? Ja, man musste 4 Points halten. Das wurde dann irgendwie gepatcht, nachdem wir es gespielt hatten. Ja, das war so unsagbar dumm. Wir mussten uns extra noch einen dritten Mann mit reinholen, der das Spiel schon sonst wie lange gespielt hat. Ja, da hatte ich ja meine krassen Kontakte spielen lassen. Einen meiner wenigen Real-Life-Freunde eingeladen. Ja, damit wir nicht vollkommen abkacken. Der war aber auch einmal gestorben, obwohl er so krass war. Warte, fuck. Warte, ich habe gesagt, ich spiele Excalibur, oder? Ja. Also entweder ist das Game jetzt buggt oder ich habe tatsächlich irgendwas anderes gewählt. Ding jetzt sehe ich aus wie Mac. Alter, was ist denn das? Neues Hacken? Mhm. Mann, das ist ja um einiges krasser als das billige von damals. Was muss man da machen? Was machst du die Teile so hindrehen, oder? Ja, dass sich die Enden berühren. Das war irgendwie sehr lahm. Level 1. Yeah. Was muss ich jetzt machen? Das Teil verteidigen, oder? Tatsache, jetzt bin ich Mac. Was soll der Scheiß? Also wir haben heute festgestellt, sogar das Auswählen eines Charakters überfordert der einfach schon. Nein! Ach, wir spielen jetzt doch mit unseren normalen Charakteren weiter. Ja? Scheint ganz so. Das ist ja doof. Wir müssen uns doch einen neuen Account. Neuen Account? Ja, aber ist ja egal, ich kann den nach dem Tutorial dann erstmal ausmachen. Dann habe ich zumindest das Tutorial gezeigt. Dann machen wir halt einen neuen Account. Ist dein Level auch noch da? Ja. Das ist doof. Also nicht, nehme ich an. Ich hätte gerne mein Loki weitergespielt, aber nicht mit Level 30 oder so etwa. Also machen wir uns einen neuen Account danach. Ja, ich denke mal, das ist besser. Wenn man schon von vorne spielen will, ist es ja irgendwie doof, wenn man mit ansatzweise High Level durch die Low Level Gebiete laufen. So, gucken. Ich werde mal gucken, was es mir gibt. Alter, Login Reward. Bestimmt auch dein. Krass. Nein, ich möchte nicht den Webbrowser. Das wäre natürlich dreist, dass wenn man bei jedem Starten des Spiels das Tutorial nochmal machen darf. Was muss man jetzt machen? Hm? Was muss man auf dem Schiff jetzt machen? Schon sich das nur anhört? Kann man. Nein, dann musst du nach hinten gehen und dann kannst du dich da in deinem Arsenal umdingsen. Das hier. Offline. Arsenal Management could be restored if the operator wishes it. Na ja, da gucke ich halt mal nochmal, was man hier macht. Rang 23. So krass ist das ja auch nicht. Ich glaube 30 ist maximal, oder? Ja. Gucken, ob ich einen meiner GMX-Accounts Dings hier kriege.
help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Orders hope to the operator room. I should have been here for dismantling. Kann man das Gelaber nicht irgendwie überspringen hier? Ich hab jetzt meinen Freund. Nicht. Was muss ich jetzt machen? Ist jetzt hier Lobby vorne. Nicht erfolgreich. Ach, das sieht alles so anders aus. Ja, so anders. Jetzt klick zum Rotieren. Alter. Was ist das? Was ist das? Doch, das sind Sachen. Quests. Okay. Was ist das? Wir sind so gut im Spiel. Unglaublich. Könnte man nicht irgendwie auch seinen Shit sehen, was man jetzt hier. Ich weiß es nicht. Gut. Man sieht wahrscheinlich, wir haben keine Ahnung von dem Spiel. Ich möchte ganz gerne mein Inventory sehen. Vielleicht muss man das auch erst freispielen oder so. Keine Ahnung. Das wäre ein bisschen behindert. So, mal gucken. Loadout. Warframes Equip. Habe ich da jetzt den neuen bei? Also ich hatte Excalibur jetzt gerade nicht dabei. Deswegen. Ja, stimmt. Warum muss man sich denn einen aussuchen im Tutorial, wenn man den dann nicht mal kriegt? Das macht nicht viel Sinn für mich. Naja, wie auch immer, dann... Das war das Tutorial. Ja, dann cutte ich hier erstmal. Da hat man jetzt mal Loki gesehen. Loki ist wunderhübsch. So, dann bis später.